Jo, servus, Leute. Ein ganz spontanes Video wieder einmal, wie meistens bei mir, denn ja, die Videos machen, die wissen das, die Stimmung muss einfach passen, um ein, ja, ein gutes Video zu bekommen, kann man sagen. Ja, ganz spontan, wie gesagt, da wollte ich einfach etwas plaudern. Ich habe gerade Feierabend, Wochenende vor der Tür und dieses EDC. Ja, das ist wirklich mein EDC seit, ja, seit ich es bekommen habe, kann man sagen, vor circa 3 Wochen, glaube ich. Ungefähr. Und seit ich das habe, habe ich die anderen Taschenmesser, die ich besitze, kann man sagen, irgendwie vergessen. Ja, so einem, so kann es einem gehen, wenn man voll und ganz mit einem Taschenmesser zufrieden ist. Zack. Ja, der Sound beim Einrasten des Frameloks. Das alleine ist schon ein Grund, warum ich kein anderes Taschenmesser, ja, derzeit brauche. Das schlichte Design, die geniale Verarbeitung, ja, wirklich genialst. Verarbeitet natürlich, rief einfach, hat das einmal zerlegt, wie schon mal erwähnt, glaube ich. Ja, wer rief kennt, dem brauche ich sowieso nichts erzählen, aber sorry Leute, muss so sein. Ja. Das ist einfach mit keinem anderen Taschenmesser zum Vergleichen. Man kommt es nur zusammen, also zusammengesteckt, wenn man es ja penibel genau einfach zusammensetzt. Ja, diese Qualität kann ich einfach von keinem anderen Taschenmesser bisher. Natürlich, ich muss zugeben, ich hatte bisher kein anderes Taschenmesser in dieser Liga. Ich hatte noch kein Hinderer zum Beispiel oder sonst was. Aber ich finde, so ein Reef-Messer, ich spreche jetzt generell von Reef-Messern, nicht nur von Inkosi, die sind einfach super EDC-tauglich. Das heißt, EDC-tauglich. Natürlich, wenn es nicht zu wuchtig ist, zu meinen, ja, nicht zu auffällig, ja, und benutzerfreundlich natürlich, damit auch gescheit arbeiten kann. Ja, das trifft einfach alles bei Reef voll dann zu. Es ist ein geniales, schlicht aussehendes Taschenmesser. Ja, mit bester Qualität. Ja, und die Large-Version für Handschuhgröße 10 ungefähr einfach perfekt. Ja, Leute. Das soll es dann auch schon gewesen sein bei diesem spontanen Plaudervideo. Irgendwie ein Schwärmvideo wieder einmal bezüglich Reef Folder. Der Klingenlauf ist auch phänomenal. Auch das Gefühl, dass es so robust gebaut ist. Das gefällt einem natürlich, gibt einem ein gutes Gefühl. Die mega überdimensionalen Washer kann man hier noch etwas erkennen, worauf die Klinge läuft. Da kann einfach nichts passieren.
die große Verschraubung, mega stabil, der Lok sitzt früh. Ja, also mit dem hat man ein Leben lang Freude, und dem ich es dann vererben werde, weiß ich noch nicht wem, der wird auch ein Leben lang noch Freude damit haben. Ja, das hat natürlich auch was. Also Leute, das war es in diesem Video, wie gesagt. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao Leute.